wie starte ich eigentlich eine Präsentation? Also was sind meine ersten Sätze zum Publikum? Version 1. Hallo, liebes Publikum. Ich möchte euch heute das Thema erneuerbare Energien beibringen. Die Agenda ist Punkt 1, Einleitung, Punkt 2 und so weiter und so fort. Soll ich so starten oder soll ich lieber starten mit Hallo, mein Name ist Alexander Stöger. Ich möchte euch heute etwas über Atomkraft bereden. Was passiert dann beim Zuschauer? Wisst ihr, was dann passiert? In dem Moment, wo der Zuseher Informationen bekommt, die er schon kennt, geht automatisch der Blick Richtung Smartphone und ach komm, das ist eh langweilig. Was willst du mit dem? Eine weitere Möglichkeit, eine Präsentation zu starten, und das habe ich schon 100 Mal gesehen, ist, der Beamer, geht der jetzt? Sieht man was? Hört ihr? Hört man mich? Kann ich anfangen? Ist jeder bereit? Geht es schon? Okay. Gut, jetzt geht es mit der Technik wieder nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, gut. So Leute, gar nicht. Sag ich euch ganz ehrlich, so gar nicht anfangen. Haltet eure Mundwerk, wenn sowas ist, zurück. Diskutiert das mit dem Technikverantwortlichen, wenn ihr auf so einer Veranstaltung seid, aber nicht mit dem Publikum. Das ist ganz wichtig, das ist ganz elementar, dass ihr das nicht macht. Ja, aber wie sollt ihr es jetzt eigentlich machen? Ich habe jetzt eigentlich nur Wege gezeigt, wie ihr es nicht machen sollt, aber wie sollt ihr es machen? Ein möglicher Weg, so wie ich es immer recht gerne habe, ist, versuche immer mit einer Frage zu starten. Das Publikum gleich von Anfang an weg vom Smartphone zu halten. Und zwar indem ich sage, dass ich eine Frage stelle. Und zwar, wer von euch ist schon mal mit einem Elektroauto gefahren? Melden Sie sich immer gleich dann natürlich vormachen, handheben und so weiter. Das ist wichtig, damit die wissen, was sie tun müssen. Und dann auch mal so ein bisschen quantifiziertere Fragen stellen und auch wichtig am Anfang nicht nur hier vor eurem Notebook oder vor eurem Rednerpult stehen, sondern gleich in die Menge, so je nachdem wie der Saal aufgebaut ist, gleich nach vorne gehen und sagen, hey, wer von euch ist schon mal mit einem Elektroauto gefahren? Dann die Hand heben und so weiter. Wer hat selbst schon ein Elektroauto? Da kommt ihr gleich ganz anders rüber und ihr bezieht das Publikum gleich mit ein. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, was es gibt, ist, ihr erzählt Geschichte. Ihr erzählt eine Geschichte. Und zwar, wie ich klein war, da weiß ich noch, wenn da die Autos gefahren sind und da war immer nach jedem Auto furchtbare Abgaswolke. Also ich weiß nicht, wer sich von euch noch erinnern kann dran, aber das ist extrem. Also wenn ich mich daran noch erinnere, und das ist eigentlich mit der Zeit immer besser geworden. Und jetzt ist die Frage, wo geht es jetzt eigentlich hin, die ganze Reise? Und auch ein weiteres Vorgehen ist zum Beispiel, mit einem Zitat zu starten. Und zwar das Zitat von Henry Ford, könnt ihr da immer nehmen, das ist nie schlecht. Wenn ich die Menschen fragen würde, was sie sich wünschen würden, würden sie zu mir sagen, schnellere Pferde. Also so sinngemäß, das ist ein Zitat von Henry Ford, wisst ihr, das ist der Mann, der die Ford-Autos gebaut hat. Und ja, dieses Zitat verwendet ihr dann und baut es sozusagen auf euer Produkt oder auf eure Message, was ihr rüberbringen wollt. Beispiel, ihr wollt irgendeine Sache automatisieren und der nächste Schritt wäre eigentlich, eine Wand zu mauern zum Beispiel. Ihr hättet vorher mauert eine Wand und wie könnt ihr jetzt die Wand schneller mauern, indem ihr einfach sagt, ja, der Maurer muss schneller arbeiten. Und dann könnt ihr auf dieses Zitat beziehen und bei euch ist es jetzt so und ihr sagt jetzt, okay, ihr habt jetzt eine Maschine, die zum Beispiel diese Wand mauert. Das wäre dieser Sprung. Ich hoffe, das ist jetzt hier so einigermaßen rübergekommen.
Ja Leute, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann Daumen hoch, hier oben könnt ihr abonnieren. Hier geht's weiter mit einem weiteren coolen Video. Dankeschön, auf Wiederschauen, euer Alexander, eben hier rechts. Gehen 5 Minuten. Tschüss und auf Wiederschauen.